Hey, willkommen zurück hier am Sonntag. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben das Ende der Woche erreicht, das Ende der Challenge. Jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Ich muss zuerst gestehen, ich habe die Challenge nicht komplett gemeistert. Ich war Mittwoch, Donnerstag in München auf dem Coaching. Dann bin ich Mittwochabend mit dem Zug der war schon vor der Herausforderung gebucht, um 20.30 Uhr zurückgefahren. Bin um 1 Uhr nachts angekommen in Berlin. Wir hätten dann ja 4 Stunden Schlaf gehabt, hatte am nächsten Tag und übernächsten Tag 9 Coaching-Teilnehmer bei mir in Berlin und habe mich dann dazu entschlossen, fit für den Coaching-Teilnehmer zu sein, einfach um ein sauberes, gutes Coaching abliefern zu können. Habe mich also entschieden, die Herausforderung nicht zu schaffen an der Stelle. Ist so, passiert auch mal, man packt nicht immer alles und das ist an dieser Stelle auch in Ordnung. Jetzt würde mich aber interessieren, wer von euch hat die Challenge oder die Herausforderung gepackt? Wie waren eure Erfahrungen? Wenn ihr es geschafft habt, schreibt es in die Kommentare. Aber auch wenn ihr es nicht geschafft habt, in die Kommentare. Ja, ich habe ja auch dieses Video gemacht, in dem ich dir sage, dass ich es nicht geschafft habe. Das gehört dazu. Wenn du dich eingetragen hast, im ersten Video gesagt hast, ich bin dabei, dann schreib auch hier jetzt, ob du es geschafft hast oder ob du es nicht geschafft hast. Und gerne auch, wie deine Erfahrungen waren. Also meine Erfahrungen waren, dass gerade das Einschlafen enorm schwierig war. Der erste Tag lag ich da 21.30 Uhr, wollte eigentlich früh schlafen gehen, habe dann aber noch 1,5 Stunden da gelegen, weil ich nicht einschlafen konnte. Das Einschlafen war sehr schwer, ich habe tagsüber mir hat richtig viel Energie gefehlt, mir hat richtig viel gefehlt. Ich habe dann teilweise tagsüber eine 1/2 Stunde einfach rumgelegen und mich entspannt, also nicht so genappt, nicht geschlafen, was ich sonst eigentlich nie mache. Also mir hat enorm Energie gefehlt und es war viel schwieriger, als ich gedacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist und so anstrengend, den ganzen Tag über diese Umstellung zu machen. Dazu muss man aber sagen, mein vorheriger Schlafrhythmus war eher so 12-7 ungefähr. Und von daher war das schon eine krasse Verschiebung. Also gerade speziell an die da draußen, die jetzt ganz neu in diesen Rhythmus gestartet sind. Es waren ja auch ein paar dabei, die bereits so in diesem Fünferrahmen sowieso aufstehen. Cool, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgemacht habt bei der Challenge. Gerade aber nochmal an die, die den Rhythmus ganz neu sich aneignen mussten. Großen Respekt speziell an euch nochmal raus, dass ihr das auch gepackt habt, hoffentlich an dieser Stelle. Und geil wirklich an jeden, der dabei war. Ich sage es ja immer wieder auf diesem Channel, einfach Herausforderungen wichtig, um dich als Person weiterzubringen, um dich als Mann in deiner männlichen Stärke zu verbessern, zu stärken. Deswegen geil, wenn du mitgemacht hast, egal ob du es jetzt geschafft hast oder nicht, dass du dich der Herausforderung gestellt hast, ist eine geile Sache. Und natürlich schreibe ich mir auf, wer die meisten Herausforderungen gewinnt, wer am häufigsten dabei ist. Und wie gesagt, am Ende des Jahres wahrscheinlich küren wir da auch die Besten. Ich habe schon mal keinen guten Start hingelegt, aber vielleicht kann ich das mit der nächsten Herausforderungszeit noch aufholen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Erfahrungen. Wie war die Woche? Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es nicht geschafft? Warum nicht? Was war das Schwierigste? Ballert die Kommentarbox voll. Geil, dass ihr mitgemacht habt bei der ersten Herausforderungszeit und ihr werdet dann von mir hören, wenn die nächste Herausforderung für uns alle als Team hier ansteht. Geil, dass ihr dabei wart. Ich habe das offizielle Manpower-Shirt hier an, Manpower-Team, die Manpower-Herausforderung. Geil, dass ihr dabei wart. Ich freue mich und wir sehen uns wie immer am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.